Und zwar geht es heute um den Kopf. Und zwar den Allah. Und zwar geht es um das agile Mindset. Das agile Mindset. Immer mehr agile Projekte geraten in Schräglage, in Schieflage. Sie setzen nicht das um, was umgesetzt werden soll. Teams sind nicht so motiviert, wie man sich das vorstellt, trotz der Organisation. Budgets werden überschritten, Ziele werden nicht erreicht. Das hatte ich schon, oder? Aber kann man nicht oft genug sagen. So, das heißt also, agile Projekte scheitern auch, nur anders. Und dann stellt sich die Frage, hey, okay, was läuft da schief? Es kann nicht die Methode sein. Es liegt an den Leuten. Es liegt definitiv an den Leuten. Es kann nicht an dem Konzept liegen. Es liegt definitiv an den Leuten. Und da müssen wir ran. So, und zwar müssen wir an dein Mindset ran. Dein, genau dein, nicht da oder da, dein Mindset, das ist falsch. Da müssen wir ran. Und ich glaube, da müssen wir mal drüber reden, weil ich denke, das ist kompletter Quatsch, oder? Ich habe hier mal was. Ich hoffe, du kannst das sehen. Wir und die Kamera, wir spielen uns gerade ein. Ich guck mal gerade, ist scharf. Ist ein Duschgel. steht drauf, Lebensfreude. Da gehe ich in die Dusche rein und dusche mich damit. Und dann habe ich dieses Mindset, Lebensfreude-Mindset. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Duschgel, wo draufsteht, wie du dich zu fühlen oder was du dir da vorstellen sollst, aber wenn ich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin oder mit dem richtigen Fuß aufgestanden bin oder mir irgendetwas vorstelle, ich denke mir meins und nicht das, was hier gerade auf der Packung steht, weil es ist in Anführungszeichen eine Mogelpackung, ne? Weil es, glaube ich, Zitrone. So, da schreiben wir aber nicht mehr drauf. Wir schreiben drauf, wie wir uns fühlen wollen, wie wir uns fühlen sollen. Und genauso ist das mal im agilen Mindset auch. Hey, Moment mal, ihr setzt es nicht falsch um, weil es ist ja keine Methode, sondern es ist ein Mindset. So, und deswegen müssen wir halt in deine Firma ran. So, und jetzt kommt das Problem. Dein Projekt ist irgendwo in einer Firma, in einem Setup eingebettet. So, und wenn du dein Projekt zum Erfolg bringen musst oder willst, ja, geht oft miteinander einher, dann, ja, dann musst du halt das Werkzeug so auswählen und so einsetzen, dass es zu dem passt, wo du gerade bist. Theodore Roosevelt, do what you need, wherever you are, ja, what you have to do. Oder so ähnlich, ja, kommt aber auf den Punkt hinaus, mach, ja, was du gerade musst, wo du bist, mit dem, was du hast, ja, weil du bist nie woanders und du hast doch gerade nichts anderes. Und so sieht es ehrlich gesagt mit dem Setup deines Projekts auch aus. Nun kannst du natürlich irgendwie nun sagen, change the company und jetzt müssen alle ihr Mindset ändern. Das wird aber erstens A nicht klappen, weil ich muss erstmal bei mir anfangen. Ich muss selber schauen, wie kann das Projekt am besten in seiner Umgebung funktionieren. Wenn ich davon, und jetzt gehen wir zum Auflösen von Abhängigkeiten, wenn ich mich davon abhängig mache, was alles bestehen muss, damit ich überhaupt mit meinem Projekt loslegen kann oder Erfolg haben kann, dann mache ich mich, ja, abhängig und das Risiko ist da, dass es halt auf die Nase fällt. Punkt Nummer 1, Abhängigkeit. Punkt Nummer 2 ist schlicht und ergreifend, wir haben es immer mit Erwachsenen und mit Profis zu tun, mit Leuten, die über Jahre, Jahrzehnte ihren Job machen und gute Entwickler sind, gute Softwarearchitekten sind, gute Data-Analysten sind, die machen ihren Job. Und jetzt müssen die ihren Mindset ändern. Ne? Jetzt nehmen wir hier mal eine Runde Dusche, ne? Und mindsetten dich mal um. Und haben jetzt mal die agile Lebensfreude. Und ab da wird auch alles toll. Und wenn das Projekt dann immer noch auf die Nase fällt, nein, es ist nicht die Methode, es ist dein Mindset. Es ist das, es ist immer irgendetwas anderes. Aber kommen wir zurück zum Mindset. Weswegen das mit dem Mindset nicht funktioniert, ist, weil wir alle Individuen sind. So, und
innerhalb eines zeitlichen Rahmens komme ich mit Individuen zusammen und möchte ein Projektziel erreichen. Natürlich gilt es darum, halt die optimalen Rahmenbedingungen zu setzen und dort halt mit Leuten auch etwas zu erreichen. Und natürlich muss man halt auch an einigen Verhalten halt ran, wie zum Beispiel für mich wäre ein Wert oder Verhaltensweisen, die ich haben möchte, wäre Respekt, ein gewisser Qualitätsanspruch, ja, so, und sich darauf sozusagen halt zusammen zu einigen, so, und zwar gemeinsam, aber anderen Leuten zu sagen, hey, du hast nicht das richtige Mindset, mit uns hier zusammenzuarbeiten, obwohl der auch gerade hier seinen Job tut, obwohl er seine Aufgaben macht, obwohl er pünktlich delivert, hochmotiviert ist, finde ich gegenüber, auf alle Fälle gegenüber Erwachsenen, verdammt respektlos. Und wenn ich so mit diesem Mindset ja in ein Team reinkomme und versuche, das zu predigen. Ich hatte letztens mal bei Comic Agile so einen Part gesehen, wo ein Agile-Coach kam und nicht zugehört hat, was der andere da überhaupt, der war in der Hardware-Branche, der hatte eigentlich erstens überhaupt gar kein Problem, zweitens funktioniert das alles soweit eigentlich ganz gut, und dann kam der Agile-Coach halt ran, in Anführungszeichen, und hat da gesagt, okay, das machst du zwar jetzt alles so, aber nicht agil genug, ja, so, also der andere Kollege hatte wahrscheinlich auch das falsche Mindset, und der hat dann zurecht gesagt, I hate you. Ja, so, und das finde ich schade. Warum finde ich das schade? Weil diverse Bestandteile, wenn ich mir Agilität nüchtern aufbreche, worum es mir geht, ja, mir persönlich, was mir hilft, zusammen mit dem Team Ziele zu erreichen und Projektziele zu erreichen und geniale Softwareprodukte zu bauen, dann einfach unter diesem Berg, ja, von Übergriffigkeit, ehrlich gesagt, versinken und Leute dann Agilität gar nicht mehr anwenden wollen oder damit gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und das finde ich schade. Und da finde ich den Teil, dieser Teil der Community für die Sache an sich sehr problematisch. So, was kann man tun? Such dir die richtigen Leute. Such dir die richtigen Leute, die einmal einsetzen können oder einsehen können, was hast du für Rahmenbedingungen, und in diesen Rahmenbedingungen macht zum Beispiel Scrum absolut Sinn. Ja, das macht absolut Sinn. Da macht auch ein voll selbstorganisiertes Team Sinn, ja, weil ich habe auch Zeit, dahin zu kommen und es reifen zu lassen, nämlich überhaupt dahin kommen. Und hier habe ich zum Beispiel eine Konstellation mit verschiedenen Dienstleistern und so weiter. Wird schwierig. Also muss ich da eine Stufe drunter gehen, aber das ist auch ein Projekt, was eventuell diese hohe Anpassungsfähigkeit, für die Scrum optimal ist, da an der Stelle gar nicht benötige. Dann brauche ich eventuell dort in Anführungszeichen einen anderen Level, ja. Und wie du dieses sozusagen halt abstufen kannst, kann dir zum Beispiel die 5 Levels of Agility hier an dieser Stelle weiterhelfen, um zu sehen, was brauchst du erstmal wirklich, ja, in deinem Projekt, ja, muss ich hier ganz oben anfangen, ja, oder habe ich in irgendeiner Art und Weise den Bedarf für eine Anpassungsfähigkeit, die vielleicht sich nur darauf zielt, wie setze ich es um, die Anforderungen sind klar, aber in Hinsicht, wie ich es umsetze, brauche ich diese Anpassungsfähigkeit, also muss ich nicht so ganz oben starten, sondern kann ruhig so ein bisschen weiter drunter in der Mitte starten, was ich iterative Projektleitung nennen würde, ja, ganz bewusst halt nicht Scrum, weil Scrum ist Scrum, so, und das kannst du halt praxisorientiert anwenden und sofort loslegen, ohne anderen Leuten irgendein Mindset einzubläuen. Weil, wie gesagt, es wirkt nicht. Also, es riecht gut, aber es wirkt nicht. Tschüss!